Dieses kleine Märchen könnte für jüngere Ohren etwas gruselig sein. Nach dem Märchen hörst du noch ein wenig Musik, damit du besser einschlafen kannst. Das Märchen von der Qualle. Otohime, die schöne Meeresprinzessin, war einst erkrankt und niemand konnte ihr helfen. Doch da kam ein gelehrter Arzt und erklärte, dass der Genuss einer Affenleber sie heilen würde. Die kluge Schildkröte Tai Tai sollte die Leber herbeischaffen und sie ruderte an das Land, wo viele kleine Affen lebten. Aber es war nicht leicht, einen zu fangen. Da stellte sie sich tot und rührte kein Glied, bis die neugierigen Affen herbeikamen und das schöne Schild betrachteten. Plötzlich fuhr sie herum und bekam die Hand eines Affen, der gerade auf ihren Rücken saß, zu fassen. Sie sprang mit ihm ins Wasser und ruderte davon und sprach: »Bleib ganz ruhig sitzen, so geschieht dir nichts. Wenn du dich aber sträubst, beiß ich dich tot.« Als die Schildkröte mit ihrem Raub im Palast des Meerkönigs angekommen war, herrschte dort große Freude. Doch der Arzt fand den Affen noch zu mager und deshalb setzte man ihn in einen kleinen Käfig am Strande und fütterte ihn mit allerhand Leckerbissen. Aber das Äffchen war traurig und weinte den ganzen Tag. Da kam eine Qualle zu ihm herangeschwommen und sagte: »Du hast fürwahr Grund zur Traurigkeit. Denn deine Tage sind gezählt. Nicht lange mehr wirst du dich der Sonne freuen, dann wirst du geschlachtet.« »Aber warum denn?« sprach der Erschrockene. »Ich habe doch nichts verbrochen.« »Freilich nicht«, entgegnete die mitleidige Qualle. »Doch wie soll man deine Leber bekommen, wenn man dich nicht schlachtet? Die soll die Prinzessin Otohime essen, damit sie wieder gesund wird. Also füge dich deinem Schicksal. Fressen und gefressen werden ist aller Wesen Bestimmung.« Damit schwamm die Qualle fort. Unser Affe aber überlegte, wie er sich aus dieser Not befreien könnte. Und auf einmal wusste er, was er zu tun hatte. Er ließ von seiner Angst nichts merken, ergötzte sich an den Leckerbissen, die man ihm reichlich gab, und sprang vergnügt in seinem Käfig umher. Als es aber bald darauf zu regnen anfing, begann er laut zu jammern und zu schreien. Da kam die Schildkröte Tai Tai, die zu seiner Aufsicht und Pflege bestellt war, herbeigelaufen und fragte nach der Ursache seiner Klagen. Da erzählte das Äffchen, es habe seine Leber daheim zum Trocknen auf einen Busch gehängt. Wenn sie nun durch den Regen nass würde, so müsse sie verderben und er könne sie nicht mehr gebrauchen. »Ach, warum hast du mich auch so schnell von unserer Affeninsel entführt, ohne dass ich Zeit hatte, meine Leber mitzunehmen?« schloss er seine Klage. Als der König und die Prinzessin von der Schildkröte dies vernommen hatten, war guter Rat teuer. Die Prinzessin wurde sofort kränker und der König raufte sich das Haar. Die Schildkröte aber erbot sich, den Affen wieder nach der Insel zu bringen und dann mit seiner wertvollen Leber zurückzukommen. Und so geschah es. Der Affe setzte sich auf den Rücken der Schildkröte und diese ruderte nach der Insel. Als sie aber das Land betreten hatten und die Kröte nach der Hand des Affen schnappen wollte, da entwischte der Schalk und er hub ein fürchterliches Kreischen und Geschrei, sodass alle seine Brüder und Schwestern herbeigelaufen kamen. Denen erzählte der Affe, wie es ihm ergangen sei und welche Schändlichkeit man mit ihm vorgehabt hätte. Da war die ganze Zwergaffengesellschaft aufs Höchste empört und man beschloss, sich an der Schildkröte zu rächen. Sie fielen wütend über Tai Tai her und rissen ihr mit ihren scharfen Krallen das glänzende Bruststück vom Leibe. Mit Schelten und höhnischen Worten jagten sie dann die schildlose Schildkröte von der Insel weg und das arme Tier war froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Der Affe aber rief ihr höhnisch zu:
Grüße die Qualle von mir, die mir die Geschichte mit der Leber verraten hat. Elend und ohne Brustschild kam die misshandelte Kröte zum Palast der Prinzessin Otohime. Als sie dort den Betrug des Affen erzählt und den Verrat der Qualle aufgedeckt hatte, wurde die Prinzessin so krank, dass sie am dritten Tage starb. Der erzürnte Vater ließ der Qualle zur Strafe ihre Schale abnehmen und daraus ein neues Brustschild für die Schildkröte machen. Und so ist es gekommen, dass die Quallen bis auf diesen Tag ihren weichen Körper schutzlos im Meere herumtragen müssen. Wäre die Qualle nicht schwatzhaft gewesen, so hätte sie ihre Schale behalten.